Hallo, ich bin der Jürgen und ich möchte euch heute einen Knoten erklären, den wir oft bei den Pfadfindern brauchen. Das ist der Webleinestick. Den nützt man, um ein Seil an einem Pfosten zu befestigen. Man beginnt, indem man das Seil einmal um den Pfosten herumführt und jetzt hier kreuzt. So hält das zweite Seil, hält das erste fest. Dann führt man das zweite noch einmal herum und geht hier unter das zweite nochmal durch. Wenn man jetzt hier festzieht, sieht man, das zweite Seil kreuzt das dritte und das erste, die zwei Enden, und hält die sozusagen fest. Das ist ein Knoten, mit dem wir oft Bünde beginnen, also Gewebe, wie man Pfosten verbindet mit Seilen. Und so wie dieses Seil die anderen Seile kreuzt und durch das Kreuzen es festhält, so ist es auch bei uns Pfadfindern. Das Kreuz Jesu hält mich, ist mein Fundament. Denn als Pfadfinder wissen wir auch um unsere Sünden, um unseren Mangel, um unsere Fehler. Und Gott sagt klar in der Bibel, dass wir dadurch eigentlich den Tod verdient haben und die Gottesferne. Aber Jesus hat am Kreuz diese Strafe für uns bezahlt. Er ist gestorben am Kreuz und er hat dort die Hölle erlitten. Er hat die Gottesferne erlitten. Als er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wer an Jesus glaubt und dieses Geschenk der Vergebung annimmt, für den ist ja die Schuld schon bezahlt am Kreuz. Und so geht es mir und ich darf frei sein von meiner Schuld. Und deshalb ist das Kreuz für mich ein Symbol, nicht mehr als ein Symbol, ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, das, was mich hält und trägt im Leben. Dadurch kommt Freude rein, ich bin frei von meiner Last, meine Gottesbeziehung ist dadurch in Ordnung gekommen und das trägt mich. Ich will aber noch euch eine zweite Möglichkeit zeigen, wie man diesen Webleinstieg machen kann. Der wird übrigens auch Mastwurf genannt oder Achterschlinge, aber wir bei den Pfadfindern nennen ihn einfach Webleinstieg. Man kann, wenn man Ende von diesem Pfosten hat, dann kann man einfach zwei Schlingen machen. Hier zeige ich euch eine und noch eine. Und jetzt die untere über die obere legen. Und dann muss man es über das Ende der Pfosten führen und dann hat man hier, wenn man sieht, auch den Webleinstick. Das ist eine zweite Möglichkeit. Die geht allerdings nur, wenn man es über das Ende dieses Pfostens stülpen kann. Sonst macht man es auf die andere Art und Weise. Ja, ich hoffe, ihr könnt das üben zu Hause und bis anders mal. Tschüss!